Besonders beeindruckend ist der sogenannte Fürstenstand in unserer Stadtkirche. Schon seine äußerliche Gestaltung ist äußerst interessant. Dabei sind hier gar nicht die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt dargestellt, sondern die Grafen. Und insbesondere die, die die Schwarzburger Linie hier in unserer Stadt begründet haben. Das sind Graf Albert, auch Albrecht genannt, seine Söhne, seine Ehefrauen und Töchter. Graf Albrecht hatte das Ziel, hier aus dieser Kirche eine Residenzkirche für die Schwarzburger in Rudolstadt zu bauen. Seine Söhne konnten dann dieses Werk vollenden, insbesondere sein Sohn Ludwig Günther. Er gilt als Erbauer dieser neu gestalteten Stadtkirche, die im Jahre 1635 eingeweiht wurde. Besonders schön ist auch der Raum im Fürstenstand, in dem ich mich gerade befinde. Wir sagen auch Beletage dazu. Er konnte vor kurzem erst fertiggestellt werden, nachdem hier eine mehrwöchige Sanierung stattgefunden hat.